Dieses Charterflugzeug hat eine ganz besondere Fracht an Bord. 9000 Kilometer war es unterwegs, von Alaska in die französische Bretagne. Kurz nach der Landung werden zwei Käfige aus der Maschine geholt. In ihrem Inneren sind zwei Seeotter. Sie sollen in einem Aquarium in der Stadt Brest eine neue Heimat finden. Das ist schon ein ganz besonderer Moment, weil diese Tiere an sich besonders sind. Sie halten sich zum Beispiel dauernd im Wasser auf. Es gibt Pazifikotter in Aquarien in den USA und zwei in Kopenhagen. Einer lebt in Lissabon und einer in Japan. Man kann sie also nur extrem selten antreffen. Im Aquarium von Brest gibt es mehrere Otter, doch erst einen dieser Art. Der Zoo hat sich bereits früh bemüht, Pazifikotter zu bekommen. Doch zwei Tiere starben im Anschluss an die strapaziöse Reise. Besonders bekannt sind die Otter für ihre Nahrungsaufnahme. Sie sind kunstvolle Jäger. Danach, und das kann man gut beobachten, drehen sie sich im Wasser auf den Rücken, legen sich die Nahrung auf den Bauch, zerteilen und fressen sie. Die Otter sind in Alaska in einem Aquarium zur Welt gekommen und können deshalb nicht mehr in die Freiheit entlassen werden. Nach Brest sind die beiden Tiere im Rahmen eines Arterhaltungsprogramms gekommen. Die Zahl der in Freiheit lebenden Tiere ist zuletzt wieder gestiegen. Wegen ihres flauschigen Fells wurden sie jahrelang gnadenlos gejagt.